Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, Arctic Monkey. Wir sind schon ziemlich weit. Ziemlich. Genau. Wir wollten uns jetzt noch schnell was holen gehen. Mit diesem gelben Edelstein. Und jetzt kommen wahrscheinlich gleich ein paar Hunter. Das ist der eine. Fiese Gestalten. Jetzt kommt der nächste. Was? Nein! Ja. Das passiert nun mal, wenn man mal richtig behindert ist, so wie ich, und einfach nicht zielen kann. Boah, ätzend. Ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja nicht weit gekommen oder haben viel verloren dadurch. Der erste Tod. Aber war klar, dass das passiert bei so einem scheiß Kackvieh. Wie so einem verfickten Hunter. Okay, das legen wir nochmal ab. Könnten natürlich auch dran vorbeirennen, aber diese Hunter gehen mir so auf den Sack, dass ich sie auf jeden Fall loswerden möchte. Boah, ja. Der hat es mir so richtig gegeben, der kleine Stricher. Was ich ziemlich ätzend finde. Oh Moment. Ist mir jetzt egal, nehme ich halt so ein Erste-Hilfe-Spray mit. Drei Schüsse für einen Hunter. Der hat mich jetzt eben auch wieder fast erledigt. Ich verstehe nicht, wie sowas mit dem Zielen so schlecht läuft. Ach so, da ist der. Schön, gut zu wissen, dass der da spawnt, Alter. Du kleine miese Ratte. Ehrlich. Das ist eine kleine miese Ratte jetzt gewesen, ey. Zwei Schüsse weggeballert für nix. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier gleich um die Ecke auch noch einer steht, ja. An den kann ich mich auf jeden Fall gut erinnern. So, jetzt sind wir schon mal hier, wo wir sein wollen. Setzen jetzt den gelben Edelstein ein und finden die Modisk, die wir auf jeden Fall noch nicht brauchen. Erst viel später. Okay. Jetzt können wir hier wieder raus. Können hier wieder durch. Jetzt brauche ich eine andere Waffe. Hier war der Arsch irgendwo. War, lege ich das jetzt mal eben hier wieder weg. Das brauche ich auch erstmal nicht. Das lege ich zu unserer Adlermedaille. Das lassen wir drin, das lassen wir drin. Und jetzt nehmen wir mal den Granatwerfer mit.
muss, ja. Ich mach mal eben kurz was Umständliches, weil ich nämlich möchte. So. Ich muss da was, so einen Erfolg freischalten auf Resident Evil Net, deswegen muss ich mindestens. Hallo? Einmal jede Munitionsart im Granatwerfer haben. Okay. 18 Schuss reichen. Dicke. Jetzt müssen wir hier hoch. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil wir jetzt hier durch müssen und dann schnell sein müssen. Hier ist nämlich noch unser kleiner spastischer Freund. Naja, Hauptsache, der ist tot. Ja, wir müssen nochmal hier zurück in den Korridor, wo wir den Rüstungsschlüssel bekommen haben. Denn man kann hier ja noch weiter. Wir haben den Schlüssel für das Haus verwendet, mal wieder. So. So, das ist gut. Wir nehmen das grüne Kraut. Das ist sehr gut. Kombinieren. Jetzt müssen wir hier runter. Okay. Und erledigt ist die Schlange. Das war jetzt quasi die zweite Begegnung mit dem Vieh. So, sonst haben wir hier nichts mehr, glaube ich. Ah, verdammt. Ich hätte eigentlich, oder? Ne, ist okay. Prüfen. Und hier haben wir jetzt die Wolfsmedaille. Ja, dafür gibt es eine besondere Verwendung. Das finden wir aber erst später heraus. So, wir müssen durch die Tür. Die Schlange hat jetzt erstmal nichts mehr für uns. Ist hier vielleicht irgendwo was versteckt? Nein, ist es nicht. Okay, dann. Was? Der Türgriff ist kaputt? Wieso das denn? Weil das hier nämlich, meine Freunde, ist der Weg, der da rausführt. Oh, das wäre jetzt schön gewesen, ey. Ach, Mann. Naja, egal. Wir können jetzt wieder hier raus. Den längeren Weg nehmen. Kommt man da noch mal hin? Jill. Jilly Jill. Komme ich hier raus und dann. Ich muss jetzt quasi eigentlich wieder in den Safe Room. Das Rot bedeutet, dass ich da noch nicht war, oder? Müsste tot sein. Ich werd mal den Typen hier verbrennen.
Nehme mir aber erstmal eine andere Knarre. Weil es ist zu schade, die Granatmunition zu verballern für diese normalen Zombies. Moment, brauche ich das Kampfgewehr? Ja, ich brauche jetzt auf jeden Fall das Kampfgewehr, ey. So, die Adler, ne, Wolfsmedaille, die kommt jetzt erstmal auch hier runter. Und dann brauchen wir jetzt die Batterie und die Winde. Das lege ich auch mal hier rein. Ich nehme mir mal noch ein blaues Kraut mit. Kann ich das Blaue mit zwei Grünen eigentlich kombinieren? Ah ja, das geht, cool. Das ist ja schön praktisch. Wozu brauche ich jetzt nochmal den Schlüssel hier? Kann ich ihn nicht noch irgendwo verwenden? Ich muss jetzt nur kurz überlegen, wo ich hin muss. Nach oben. Ach ja, ich weiß noch, wo ich hin wollte. Dafür muss ich, ja, wieder nach oben. Ich wollte den Zombie verbrennen. Ich wollte ja wieder ein bisschen aufräumen. Puh, shit. Und zwar damit und damit. Dann tue ich das und das nochmal nach hier, weil ich wieder zurückrennen werden muss. Das ist übrigens heute die letzte Aufnahmesession. Mal gucken, wie weit ich jetzt in der Stunde komme. Okay, ich muss jetzt den hier verbrennen. Nein, der lebt immer noch. Komm her. Na toll. Hat natürlich nicht geklappt bei dem hier. Was eigentlich schade ist. Nichts geht über einen schönen Headshot. Moment mal, ich muss hier hin. Ne? Ja. Jetzt kann ich nämlich Kanister und Feuerzeug wieder ablegen. Na komm. Manchmal dauert das echt hier lange. Kanister. Und jetzt, eigentlich brauche ich das, ne? Nein, ich muss hier noch was mitnehmen. Batterie, Winde und ich wollte mir noch vorher was holen. Auf die andere Seite des Herrenhauses, weil es dort nur weitergeht und ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt hier hingehe, nicht gleich irgendwelche scheiß Crimson Heads wieder auf mich aufmerksam mache. Biohazard HD Remaster. Ah, gut. Sehr gut. Der Typ ist noch normal.
Wir sind jetzt übrigens hier auf der anderen Seite von der Tür, wo wir gerade die zweite Schlange erledigt haben. Oder beziehungsweise die gleiche Schlange wie beim ersten Mal, aber hier ist halt die andere Seite der Tür. Nur wir kommen hier halt leider nicht durch. So, das war jetzt alles geplant, denn ich wollte das hier verwenden. Der ist noch hier. Das ist die Tür. Der Türgriff ist kaputt, er wird sich wohl nicht öffnen lassen. Bla bla bla. Hier vorne am Fenster eine Motte. So, jetzt wenn ich jetzt hier hochfahren würde, käme ich wieder in die Küche. Aber ich will nicht in die Küche. Denn wenn ich in der Küche bin, bringt mich das nicht weiter. Ich muss auf die andere Seite. Darunter. Ja. Okay, ich kann hier wieder raus. Falsche Tür. Ja, Leute. Wenn man so viel Resident Evil am Stück spielt, dann kommt man schon leicht durcheinander. Ist aber alles kein Problem. Wir laufen jetzt nämlich hier hin. Jetzt können wir, glaube ich, da raus. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, können wir. Können wir, müssen wir sogar. Hier haben wir alle Hunter quasi erledigt. Ne, ich gehe den oberen Weg. Ich hoffe nur, dass hier nicht wieder irgendwelche neuen Monster gespawnt sind, was ziemlich lame wäre, wenn ja. Fuck it in the ass, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe vergessen, dass der hier noch rumläuft. Ey! Hier runter. Boah, wie das dauert, wie das nervt, sowas. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es das letzte Mal ist, dass wir hier, oh Mann, langlaufen werden. Der Türgriff wurde repariert, so wie Barry gesagt hat. Oder beziehungsweise es auf die Notiz geschrieben hat. So, wir müssen wieder hier rein. Diesmal kein Hundi. Man hört sie nur in der Ferne jaulen. Apropos, ich habe jetzt heute oder gestern habe ich gelesen, dass Capcom anscheinend doch in Erwägung ziehen würde, ein Remake von Resident Evil 2 zu machen. Das auf jeden Fall richtig klasse wäre. Weil dieses Spiel einfach genial ist. Resident Evil 2 ist storytechnisch ist auch der beste Teil der Serie. Und wenn die das genauso remaken würden wie hier das Spiel, boah Junge, ich würde nichts anderes mehr spielen. Gar nichts anderes mehr. Und dann müsst ihr euch vorstellen, es würde noch besser aussehen. Au, klar, ich wollte gerade sagen, jetzt bloß nicht beißen lassen und jetzt beißt mich jeder Einzelne hier. Natürlich war das so. War ja auch so klar. Wie sieht denn meine Gesundheit aus? Bin ich jetzt nur vergiftet oder habe ich auch... Ich bin vergiftet, aber... Oh oh. Okay. Jetzt können wir nämlich endlich diesen Aufzug hier verwenden.